So, grüß Gott, mein Name ist Hubert Biliani. Ich bin im Revier im Großherzog seiner königlichen Hoheit des Großherzogs von Luxemburg in Vorderis beschäftigt. Als gebürtiger Steirer habe ich meine Ausbildung als Berufsjäger und Forstwart in der Steiermark gemacht. Seit 35 Jahren bin ich jetzt in der Vorderis tätig. Der BRV hat mich gebeten, einen Vortrag darüber zu halten, wie das Rotwild sichtbar wird. Vielen Dank dafür und danke für die gute Organisation. Warum Rotwild überhaupt sichtbar machen? Rotwild ist von Natur aus eigentlich kein Nachtier. Der Mensch hat es dazu gemacht. Das soll sich wieder ändern, damit Rotwild keinen Verbiss im Wald verursacht und tagsüber die Esungsflächen aufsuchen kann. Die Tagaktivität des Rotwildes hat sich bei mir im Revier derart positiv ausgewirkt, sodass sich die Naturverjüngung prächtig entwickeln konnte. Ich möchte betonen, dass das kein wissenschaftlicher Vortrag ist, sondern meine jahrelange Erfahrung als Berufsjäger. Beim Thema Wald und Wild heißt es immer nur, zu hohe Wildbestände verursachen Schäden. Das Wild hat immer den schwarzen Peter, auch wenn der Fehler im Waldbau liegt. Ich beschäftige mich seit Jahrzehnten intensiv mit dem Lebensraum des Rotwildes und bin sehr froh, dass ich hier über meine Erfahrungen berichten kann, wie beides miteinander Wald und Wild funktioniert. Wald mit Wild ist auch schon ein Stichwort für etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Martin Heck und ich haben das Netzwerk Wald mit Wild gegründet. Wir setzen uns bundesweit dafür ein, dass unser Wild nicht als Schädling gesehen wird und dass ein Dialog zwischen allen Beteiligten erreicht wird. Waldbesitzer, Landwirten, Grundbesitzern, Jägern und Unternehmern und Tierschützer. Die drei Grundsäulen, damit Wald mit Wild funktioniert. Erstens Esungsflächen, Ruhe und die richtige Bejagung. So, da sieht man jetzt eine Esungsfläche. Ich habe in Revier in den letzten 20 Jahren 16 Hektar Esungsflächen angelegt und alle verteilt. Das sind Esungsflächen mit denen, was man wirklich nur Handarbeit ist und die, was man ein Jahr mähen. Wie ich vor 35 Jahren das Revier übernommen habe, hat es keine Esungsflächen gegeben und keine Almen. Ich habe alle Möglichkeiten ausgeschöpft, um im ganzen Revier verteilt Esungsflächen anzulegen und damit zu erreichen, dass ich das Rotwild verteilt. Und dadurch habe ich erreicht, dass der Warteraumverbiss in die Esungsflächen der hat total abgenommen. Einmal jährlich werden die Wiesen gemäht oder gemulcht. Und das Wichtigste, auf diesen Flächen wird bis Oktober nicht gejagt. Das schaut so aus, das war 90 ein Windwurf, da haben wir da drinnen eine Esungsfläche angelegt und das kann man sich mal vorstellen, nach 10 Jahren hat das so ausgeschaut, da sieht man im Hintergrund die Naturverjüngung und natürlich, das sind Esungsflächen, wo nicht gejagt wird, wo es mitten im Wald drinnen liegen, wo es einfach nur fürs Rotwild und für die Gams da sind. Das ist jetzt Naturverjüngung schon ziemlich fortgeschritten und dann haben wir uns überlegt, auf der ganzen Fläche ist jetzt keine Esung mehr vorhanden fürs Rotwild, es ist lauter Naturverjüngung und dann habe ich mich entschieden, dass wir da drinnen eine Esungsfläche anlegen. Wir sind dann mit so einem Schreitbagger hergegangen und mit keinem gewöhnlichen Bagger, dass wir die Humus erhalten und haben das alles gefräst. Das sieht man so, wie sie der durchgearbeitet hat. Das ist alles an Ort und Stelle geblieben. So hat das ausgeschaut, wie es fertig war. Und nach 2 Jahren hat es so ausgeschaut, da sind die Hirsche drauf gestanden am höllischen Tag. Das sind Lagerplätze, die sind bei mir alle, was ich nicht brauche für die Forstwirtschaft, werden sofort wieder begrünt. Das ist auch eine Windwurffläche gewesen, da haben wir eine Esungsfläche drinnen angelegt, da sieht man jetzt, wie grün das wird. Da Wegeränder haben wir alle, was
gegangen ist oder Braten geworden, haben wir alles begrünt im ganzen Revier, dass wir eine gute Verteilung von Rotwild kriegen. So, Almen. Vor 100 Jahren haben wir, vor 100 Jahren wurde auf die Almen in unserem Revier kein Vieh mehr aufgetrieben. 100 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Dann bin ich 1989 da hingekommen und dann habe ich mit meinem Chef geredet und habe ihm natürlich gebeten, dass wir halt da wahnsinnig viel Flächen verlieren. Dann hat er gesagt, ich kann machen, was ich will. Dann habe ich einen Bauern gefunden und haben die ganzen Flächen, was Almflächen waren, alle wieder reaktiviert. Durch das Schwenden habe ich natürlich große Freiflächen dazugewonnen und das hat dann so ausgeschaut. Da muss man sich vorstellen, die Almleger waren mit solchen Bäumen schon zugewachsen. Dann haben wir halt, weil wir die Bäume nicht mehr entfernen haben können, weil die einfach zum Schwenden zu groß waren, die haben wir alle entostet, dass wir genug Licht am Boden bringen. Das hat dann so ausgeschaut. Da sitzt eh einer herinnen, der Bernhard, der Pisaski, der hat da fleißig mitgeholfen, das ist ein Lehrling von mir, der kennt das. Das ist eine aufgelassene Alm gewesen. Und da war ein Almleger vorhanden, den habe ich, 89 habe ich den komplett freigeschnitten mit ein paar Holzer. Und dann ist halt da gewesen, dass halt, wie soll ich sagen, das Futter so gewachsen ist drauf, dass wir das haben müssen nach dem Mähen entfernen und das war halt auch ein wahnsinniger Aufwand. Und da treiben wir halt auch Rindviecher hin, da gingen auch Viecher auf der Fläche. So schaut das dann aus, wenn im Herbst das Viech weg ist und ich habe überall oben auf die Almen eine Koppelhaltung und dann damit wird das Vieh nie mehr zurücktrieben auf eine andere Fläche. Das Großwachst, was wächst da, das sieht man, wie schön dass das wächst, das bleibt nur fürs Rotwild und für die Gams über. Da sieht man jetzt da schon die Almbeweidung. Heute werden wieder im Sommer 40 Stück Jungvieh aufgetrieben. Dadurch habe ich wieder Freiflächen und somit Esungsflächen für das Wild gewonnen. Die Almflächen habe ich so angelegt, dass die Jungvieh in Koppeln gehalten werden und kann dann immer wieder 3 bis 4 Wochen sind die auf so einer Kuppel, dann werden sie umgetrieben. Das sieht man da und wir haben keinen Hirt darauf da. Da war ich stricks dagegen, weil ich gesagt habe, zum Bauern, wir schauen auf das Viech selbst, jeden dritten Tag schauen wir nach. Und ob sie nur Wasser haben und ob sie alle da sind und das gesund sind. Und das funktioniert ganz gut. Damit habe ich erreicht, dass ich interferierend auf die Nacht auf die Almflächen keine Menschen oben habe. Dass die Viecher eine Ruhe haben. Und das haut eigentlich gut hin. Das mache ich jetzt da schon 32 Jahre, dass wir das Viech da oben haben. Und das schaut jetzt die Koppelhaltung aus. Sieht man hinterrucks die Rindviecher vorne in Weidezaun und dann stehen schon die Hirsche auf der anderen Koppel und können da essen. Es ist das Wichtigste, was Rotwild braucht, dass man es von Wald fernhält, ist eine frische Esung und Ruhe. Da sieht man jetzt auf der Alm, wie schnell, dass es, wenn es groß nachwächst, wie schnell das Rotwild nachzieht. Da im Herbst sind es auch noch lange um, weil richtig eine gute frische Esung um ist. Und es ist ganz wichtig, dass die da um sind. So, da. Tagaktives Wild, jetzt kommen wir da hin. Tagaktives Wild. Das Wild wurde mit der Zeit tagaktiv. Wie habe ich das erreicht? Durch genügend Esungsflächen, keinen Jagddruck auf den Esungsflächen. So, das schaut so aus. Das sieht man jetzt da, wie sich das Ganze, wenn man das beobachtet, das ist Wildwiesen, das hat lang gedauert, bis ich das Wild wirklich so gehabt habe, dass das auf der Wiesen heraus schläft und nicht im Wald drinnen ist, aber bei tagsüber. Nicht nur in der Frieren auf Nacht, sondern bei tagsüber. Da sieht man bei schönstem Sonnenschein stehen die auf Essungsflächen. Und die Foto, muss ich auch noch dazu sagen, die sind alle aus meinem Revier, die habe ich alle selber gemacht. Da ist kein anderes Foto dabei. Da sieht man auch bei schönstem Tageslicht treten die aus. Da, und das ist auch ganz wichtig, dass wir bei den Hirschen eine Sozialstruktur haben. Da ist von alten Hirsch bis zum Jungen alles dabei. Das ist jetzt also ein Foto, wo jeder sagt, so, da haben wir jetzt einen Spießer, den könnte man sofort erlegen. Das kommt bei uns nicht in Frage. Bei uns wird im Sommer auf die Essungsflächen fällt kein Schuss.
brauche ich nicht, weil ich habe wirklich, kann in den Wald drinnen auch noch jagen, wenn ich ein Stück Rotwild brauche im Sommer, aber auf die Esungsflächen fällt wirklich kein Schuss. Die sind wirklich so tagaktiv. Da in der Hirschprunft ist das ganz Gleiche. Das ist so. Und dann funktioniert das auch. Da sieht man auch, der Hirsch, der schläft. Das Kolbe schaut einer. Das ist auch so ein Foto. Da sieht man auch. Das ist jetzt da auf die Esungsflächen bei mir. Was auffallend ist, dass die Köber den ganzen Tag herausstehen und auf die Esungsflächen schlafen. Das ist, warum weiß ich nicht, aber da sieht man eigentlich, wie vertraut das sind. Das werdet ihr jetzt gleich sehen, so schaut das nämlich aus. Und damit, wie soll ich sagen, habe ich erreicht, dass mein Rotwild hundertprozentig tagaktiv ist. Und was noch dazu kommt, ich tue mich mit der Bejagung brutal leicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schieße nur von Oktober bis Weihnachten mal hauptsächlich mit Rotwild und wir schießen alles bei Tageslicht. Und ohne, dass wir die beleidigen. So schaut es dann aus, wenn, wie soll ich sagen, wenn sie als Köberschau heraus sind, dann dürfen sie ein Spießer auch raus und dann gehen sie immer raus. Das ist so. Das ist. Und ich muss sagen, ich habe auch Tourismus im Revier, habe einen Weitwanderweg durch, aber wenn die Leute das Wild nicht aufsuchen, das tut ihnen gar nichts. Da sieht man wunderschön, wie die draußen sind. Da, wo mitten im Feld schläft jetzt ein Schmaltier drin. Das schaut dann so aus, wenn es ausschaut. Ja. Das Foto ist eigentlich, was mir am besten gefällt, weil da sieht man, was die Stück für Gesäuge haben und dann fangen wir als Jäger an und schießen vielleicht das auch halb weg. Dann kann man sich vorstellen, wie lang dass sich das Stück das merkt, wenn man es früher halb weg schießt. Wenn man das im Herbst tut, wenn die Milchproduktion nicht mehr so hoch ist, dann tut es ihnen wesentlich weniger weh, als wir so. Bejagung. Die richtige Bejagung. Die Bejagung bei mir im Revier findet hauptsächlich von Oktober bis Dezember statt. In dieser Zeit lege ich den größten Wert auf Kahlwildabschuss. In erster Linie wird Ansitz- oder Birschjagd ausgeübt, keine Drückjagd. Bei der Ansitzjagd in meinem Revier wird immer zu zweit angesessen, damit die Dupletten geschossen werden können. Damit vermindere ich den Jagddruck, wenn das Wild tagaktiv ist es vertrauter und somit leichter zu erlegen. Der größte Fehler bei der Jagd wird nach dem Schuss gemacht. Es wird laut repetiert, dadurch nimmt das Wild sofort wahr, wo der Schuss herkommt. Bei der Bergung wird ein Fehler gemacht, dass sofort nach dem Schuss oft mit viel Lärm das Wild geborgen wird, das Rotwild merkt sich das. In unserem Revier wird das Wild nur mit Fahrzeugen, zum Beispiel Traktor, Quad oder Auto geholt. Das haben wir vorher schon gehört. Lärm, was Auto, Traktor oder Maschine ist, das tut ihnen nichts. Aber wenn ich zu Fuß hingehe, dieses Wild hole, die stehen alle in der Nähe. Wir haben keine Ahnung, wie schlau Rotwild ist. Und die nimmt es sofort wahr, wenn ich das bergen will. Dann merkt sie das. Ich kann wirklich auf diese Flächen, wo ich jage, nächsten Tag auch noch jagen, wo ich will, weil es einfach da sind. Weil es einfach keinen Jagddruck macht und bei der Bergung so aufpasst, dass das Wild mich nicht wahrnimmt als Mensch. Damit habe ich mir das Vertrautheit des Wildes bei der Jagd erhalten. Bei Morgenansitz lasse ich nach dem Schuss mindestens eine Stunde vergehen, bevor ich das Wild berge. Und das ist ein großer Vorteil, weil in der Früh, wenn ich draußen bin und ich erlege, dann schieße ich, dann gehe ich von Hochstand ganz vorsichtig weg und das Wild nimmt mich nicht wahr. Gehe heim zum Frühstücken oder ich fahre zum Füttern dabei und dann hole ich es. Aber meistens dann, wenn ich zum Holen komme, steht schon wieder eins heraus, ohne dass sie mich gespannt haben, weil die mit dem Schuss das Töten von den Wilden nicht mitgekriegt haben. Aber wenn ich als Mensch auftritt, dann kriegen sie mich mit. Und das muss ich ehrlich sagen, das haut echt brutal gut hin bei mir. Das funktioniert. Der größte Fehler wird halt nach dem Schuss gemacht.
Dubletten, das ist bei mir das Wichtigste im Revier. Und was wichtig ist, dass wir alte reife Hirsche haben. Das ist auch ein 13-jähriger Hirsch. Und ich kann immer bei meinen Jagdgästen nachweisen, wie alt das die Hirsche sind, weil ich für die ganzen Hirsche die Abwurfstangen habe. Und das ist das Wichtigste, weil da habe ich eine gute Sozialstruktur drinnen. Und was ich noch habe, ich habe brutaler kurze Prompt. In 14 Tagen sind die alten Hirsche nicht mehr am Prompflotz. Die sind da fort. Das dauert nicht länger. Weil Ende September steigen bei mir die alten Hirsche wieder auf die Forstplatz. Und was ich noch für einen Vorteil habe, wenn ich viele alte, reife Hirsche habe, ich habe keine nachprumpftigen Stück mehr. Die letzten Jahre habe ich ganz selten noch einen nachprumpftigen Stück gehabt. Früher, wie wir das Revier übernommen haben, haben die Hirsche den ganzen Winter gerät. Und jetzt, durch den, dass ich so viele alte, reife Hirsche habe, hat sich das total aufgehört. So, und das ist die Herbstjagd. Das ist eins von den wichtigsten, da dann wir schon füttern in der Zeit und alles, was außen ist, auf die Schläge oder was, wie soll ich sagen, von den Kehrungen nicht weitergegangen ist, wir versuchen draußen in den Wald einfach diese Stücke zu kriegen und das ist aber auch eine Kehrung am leichtesten. Der größte Fehler wird gemacht, wenn diese Stücke noch gekehrt werden. Da meint man, man muss das an der Kehrung kriegen. An der Kehrung schießt du einmal hin und dann kommen sie nur mehr in der Nacht. Und wenn ihnen nichts gibt, dann sind die bei Tag unterwegs. Gerade bei so einem Schnee, dann gehen sie beim Tageslicht, beim Sonn treten die aus zum Essen und dann erwischt es. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was bei mir ist im Revier, dass halt dass diese Stücke, dass ich die kriege, die was draußen bleiben, bleiben und nicht an Fütterung gehen. Das ist mir das Allerwichtigste. Waldbau und Naturverjüngung. Wenn man das jetzt sieht, das hat sich vor 35 Jahren keiner vorstellen können, dass bei uns einmal ein Hirsch so in der Naturverjüngung drinnen liegt. Aber das ist halt so. Und wie ich das Revier übernommen habe, hat es keine Naturverjüngung gegeben. Sogar die Fichte wurde stark verbissen. Jetzt besteht im Revier 90% Naturverjüngung. Es werden nur in Ausnahmefällen, wo die Buche zu stark in der Naturverjüngung vorkommt, Lärche und Fichte gepflanzt. Die ersten Naturverjüngungen wurden auch vom Staat sogar, gar bei mir waren es über 10 Hektar gefördert. Haben wir Förderung gekriegt. Aber jetzt in letzter Zeit wollen sie eigentlich nichts mehr wissen. Wenn die Naturverjüngung 3 bis 4 Meter hohe Höhe erreicht hat, führe ich eine großräumige Durchforstung durch. Und das ist das Wichtigste, weil einfach die Buchen die Buche wächst in die Jugend viel schneller wie die Fichte und die Tanne. Und wenn man da dann reingeht, als Rotwild geht da gar nicht rein, und dann stelle ich noch die frei, und das sieht man dann auch noch, wie schnell dass das geht, dass dann die Fichte und die Tanne nachzieht. Es wird im Revier kein Verbissschutz ausgebracht. Es ist in der Naturverjüngung so viel vorhanden, dass der Verbiss im Waldbau so gut wie keine Rolle spielt. Nur wir Menschen haben das Idealbild eines geraden Baumes. In der Natur spielt es keine Rolle, ob der Baum einmal gerade ist oder schief wächst. Außerdem ist durch die Esungsflächen der Verbiss rapid zurückgegangen. Schälschäden, das muss man sich einmal vorstellen. Ich habe das vorher gehört, dass es schälgefährdete Bestände gibt. Ich habe genügend schälgefährdete Bestände, aber du findest keinen Schälschaden. Wenn ich mit Forstleuten draußen bin, die führe ich auch da hin und sage, schaut euch das an, die schön einfach nicht mehr. Früher, wie ich das Revier übernommen habe ich Schälschäden gehabt, das war grauenhaft. Und durch die ganze Entwicklung, was ich mit den Wild gemacht habe, Essungsflächen, Ruhe und die richtige Bejagung, sind die stressfrei. Das Wild kann tagsüber auf die Essungsflächen austreten. So, jetzt schauen wir uns das an. Das ist jetzt da sofort, aber das muss man sich einmal vorstellen, das ist extremer Bergwald, wo ich da bin. Und es ist über 1000 Meter, sobald das irgendwo Licht macht bei mir im Wald, dann kommt die Naturverjüngung. Verjüngung wahnsinnig. Da sieht man Naturverjüngung, hinten steht das Rotwild drinnen, sieht man, was rausschauen. Das ist eine Fläche gewesen, wo vor 35 Jahren kein Baum gestanden ist, heute steht da die schönste Naturverjüngung, darum darf auch der Hirsch da stehen. Und diese Waldbilder, die muss ich sagen, da bin ich da weiter hinter gewesen, dass ich die nicht mehr so extrem habe mit der Buche, weil die Buche wächst bei uns wie Unkraut. Das ist eigentlich das, was mir am liebsten ist, wo alle Baumarten vorkommen drinnen, sobald dass ich Licht mache oder Windwurf vor, schaut bei mir der Wald so aus. Da ist jetzt der Tanne, die ist jetzt einmal verbissen worden, aber ich glaube, im Waldbau spielt es keine Rolle,
Das ist nur, wir Menschen sehen den, jetzt, dass er kaputt wäre, aber in der Natur spielt es keine Rolle, der wächst genauso, wenn er einmal verbissen worden ist. So schaut es dann aus in der Naturverjüngung, dass die Tanne bei mir überall vorhanden ist, weil ich kriege aber die Misskritik, das heißt, ja, bei dir wächst aber keine Tanne. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Leute letztes Jahr wieder hingeführt an Tannen-Naturverjüngungen, wo es wunderbar wachsen. Und ich habe in die Flächen, wo ich sie dann durchforst, stelle ich es frei, weil die wächst in erster Zeit wahnsinnig langsam, weil es eine Schottenbaumarten ist, aber ich habe es überall drinnen. Das ist ein Herbstbild, wie die Buchen da steht, da ist jetzt hinten eine Esungsfläche vorne stehen, da stehen die Tannen drinnen in der Naturverjüngung, weil ich einfach den Warteraum verbissen nicht habe. Das ist komplett weg. Das ist jetzt eine Lärchenaufforstung und das ist in der Nähe von einer Rotwildfütterung. Und da habe ich mich entschieden, dass ich, wie soll ich sagen, weil die sind jetzt, wenn man sieht, so 1,5 Meter hoch und dann habe ich die. Ich wollte kein Plastik und kein Draht und nichts ausbringen oder Einzäunung machen, sondern habe ich die einfach mit 2 Pflöcke geschützt, dass die Hirsche nicht verfängen können und das haut aber ganz gut hin. Das ist eine Naturverjüngung im Herbst mit Raureif. Und so ist das Idealbild bei mir im Wald. So schaut mein Wald aus. Ich habe, das können wir nachher zu der Fütterung dann sagen, so ist eigentlich mein Waldbau und den halte ich bei. Und das funktioniert auch mit einem großen Rotwildbestand. Zur Fütterung. Ich habe kein Wintergatter, ich habe 2 freie Fütterungen, die von Mitte Oktober bis Ende April beschickt werden. Damit sich das Wild den ganzen Tag über an den Fütterungen aufhalten kann, es wird so viel Futter vorgelegt, dass auch Stücke, die später zur Fütterung kommen, genug Esung vorfinden. Ich habe 2 Rotwildfütterungen, das ist bei uns, wenn es einmal Fischen hat, der jeder Winter ist, Gott sei Dank nicht so wie der, dann sieht man mal, wie angewiesen das Rotwild an den Fütterungen ist. So schaut das dann aus, die sind alle tagaktiv, auch bei den Fütterungen bei mir. Und das sollte man eigentlich vermeiden. Bei hoher Schneelage die Flucht von Rotwild, Energieverlust und Gefährdung von Verbiss oder Schälen. Und das muss man, da sollte man wirklich dahinter sein, dass das nicht passiert. Bei mir kriegen die Rotwilder in Hochwinter nur Heu und Grünsilage. Ich fordere nur im Herbst und im Frühjahr sie attraktiveres Futter, aber im Hochwinter bekommen die nur Heu und Grünsilage. Und so sollte es ausschauen, wenn sie aufgenommen haben, dass sie alle am Futterplatz niedertun können, ohne dass die jetzt einen Kilometer in den Wald aufziehen müssen und wieder einen Blödsinn machen. Und deswegen habe ich auch meinen Waldbau so benannt, weil ich einfach schaue, dass das Wild wirklich zufrieden ist und ohne Stress. So, jetzt ein paar Impressionen aus meinem Revier, das sieht es, wie es da ausschaut. Das sind die Hochlagen bei mir, ich gehe von 800 bis 2000 Meter auf. Das sind die Hirsche, was für die Genaustausch zuständig sind, weil der kommt aus Tirol. Und Rehwild haben wir auch was, das sieht man in der Naturverjüngung, aber Rehwild haben wir wenige, bei uns werden die Rehe auch gefüttert, aber Rehwild hält man sehr kurz. Gamswild kommt überall vor, von Hochgebirge bis in den Wald, aber wenn man aber sagt, der Gams verbeißt den Wald nicht, aber wenn die Naturverjüngung genügend vorhanden ist, spielt das keine Rolle. Das ist jetzt in der Prumpf der Gamsburg, das ist jetzt schon nach der Prumpf der Gamsburg wieder in den Wald herunter, da müsst ihr meine ganzen Gamsburg, schaut euch das an, überall steht die Naturverjüngung, dürfen die Gams drinnen stehen. Da sind lauter Pick, steigen herunter, wo sollen sie hin? Und überall wächst die Naturverjüngung. Das war 2018, der Winter, im April noch auf 1500 Meter so viel Schnee gehabt. Steinadler kommt vor in Revier, der heißt da. Das ist jetzt der Blick nach Tirol. Und das ist Forststraßen, müssen wir im Winter alle selber freihalten. Sieht man mal, was da Schnee gehabt hat. So. Ich wünsche mir, dass das Rotwild auch in Zukunft stressfrei durch unsere Wälder ziehen kann. Danke für Ihr Interesse. Ganz herzlichen Dank für diesen Bericht aus der Praxis. Da gibt es sicherlich 1000 Fragen, die jetzt noch zu beantworten wären. Haben Sie konkrete Fragen, sonst würden wir gleich weitermachen oder Sie können sie auch gleich nochmal stellen. Bitteschön.
Das mache ich im Herbst, das geht beim Rotwildjagen mit. Das ist da. Nur im Herbst, ja. Nein, weil ich jage im Sommer so gut wie gar nicht. Da muss ich schon wirklich ein Stück Wild brauchen und dann erlege ich es dort, wo ich es nicht aufhalten soll. Aber sonst jagen wir wirklich den ganzen Sommer nicht. Bis 1. August fällt da kein Schuss. Was machen Sie denn, wenn der Wolf kommt? Bitte? Was ja, macht? Na, ist er nicht da, jetzt kann ich ja gar nicht urteilen, was ich mache. Können Sie mal sagen, was Sie in etwa pro 100 Hektar Bestand haben und wie viel Zuwachs so und wie viel Abschöpfung? Zwischen 8 und 10 Stiegeln habe ich Rotwildbestand, dann habe ich, wie soll ich sagen, das auch noch mehr ein Gamswild. Dann kann man sich vorstellen, was da ein Wild da ist. Und dann kommt eines noch dazu, wenn man das sieht, wie da der Wald wächst. Darum sage ich ja, wer macht jetzt den Fehler? Das Wild oder wir Menschen? Eine Frage noch? Ja. Wie lautet die revierweise Aussage in Ihrem Revier? Bitte? Wir sagen, wie soll ich sagen, wir brauchen nicht erhöhen in Abschuss. Wir können gleich bleiben. Wisst ihr die Feststellung von Verbiss? Bitte? Wie ist die Feststellung von? Verbiss, der hält sich in Grenzen. Wenn ich so viel Naturverjüngung habe, spielt das eigentlich keine Rolle mehr, ob ich Verbiss habe, weil wenn ich schon zwei Drittel in der Jugendpflege umschneide, wenn ich durch Forsten tue, dann brauche ich mir keine Gedanken mehr machen über den Verbiss. Ja, ja, nochmal, aber was steht in den revierweisen Aussagen zum Verbiss? Ich habe keine revierweise Aussage, ich habe nur, wie soll ich sagen, Hegegemeinschaftsaussage, aber wir sind ein privater Waldbesitz und haben eigentlich so viel Naturverjüngung, dass wir schon einmal wissen, wohin damit. Und dann brauche ich keine revierweise Aussage mehr, weil ich als Waldbesitzer muss selber wissen, wie mein Wald ausschaut und was da drinnen wächst. Ganz herzlichen Dank, Herr Bejani. Ja.